Wer auf das massive Medientrommelfeuer über den angeblichen Feind Russland hereinfällt, verpasst die wichtigsten Entwicklungen weltweit. Das Entstehen einer neuen Weltwirtschaftsordnung souveräner Staaten, die auf Frieden und Aufbau gerichtet ist, also die Dynamik der Zusammenarbeit der BRICS-Nationen und ihrer Verbündeten. Die gegenwärtige Hysterie und unverantwortliche Kriegshetze der NATO- und EU-Führung ist gegen die BRICS-Allianz und ihr Potenzial für die Zukunft gerichtet. Das transatlantische Finanzsystem ist bankrott und hat der realwirtschaftlichen Aufbauperspektive der BRICS-Nationen außer Chaos, Enteignung und Zerstörung nichts entgegenzusetzen. Und diese Realität lässt sich nicht mehr verbergen. Mein Name ist Bahadurwan Shihni, Sie sehen die Welt ohne Filter. Wie bankrott das transatlantische System ist, kommt angesichts der Ereignisse rund um den NATO-Gipfel deutlich zum Ausdruck. Die tatsächlichen Gefahren, welche die Menschheit bedrohen, wie das Erstarken der Terroristen IS in Irak und Syrien oder die bisher nicht gestoppte Ausbreitung des Ebola-Virus in Afrika, das bereits Tausende von Leben kostete, standen keineswegs im Mittelpunkt. Stattdessen wurde, wie schon vor dem Gipfel, die Hauptkonzentration auf etwas anderes gerichtet: die Ausweitung der NATO und eine aggressive militärische Orientierung gegen Russland. Kurz, gefährliche Kriegstrommelei. Fakten spielen dabei keine Rolle. So gab US-Präsident Obama bei einem Besuch in Estland eine ganze Reihe völlig abstruser Bemerkungen ab. Er behauptete zum Beispiel, die Maidan-Proteste in der Ukraine wurden nicht von Nazis oder Faschisten angeführt. Das waren ganz normale Bürger, die an dem Fortschritt und Wohlstand Europas teilhaben wollten. Auch wenn es gewiss zu Beginn um normale Bürger gegen Korruption handelte, leugnet mittlerweile niemand beim klaren Verstand mehr, dass diese Proteste schnell von Nazikreisen übernommen wurden und dass ein illegaler Putsch gegen die amtierende Regierung geschah, ganz zu schweigen von den anderen folgenden Schrecklichkeiten. Sehen Sie bitte unsere Dokumentation hierüber an. Die USA haben selbst mit millionenschwerer Unterstützung für die sogenannte Opposition in der Ukraine und in anderer Weise direkt vor Ort eingegriffen. Weiter mit Obama. Er betonte, die Destabilisierung der Ostukraine ist durch die prorussischen Separatisten verursacht, die von Russland ermutigt, finanziert, trainiert, beliefert und bewaffnet werden. Das mag sicherlich der Fall sein für die US-Unterstützung der Rebellen im Irak, Libyen und Syrien und in der Ukraine selbst, um ungewollte Regimes zu stürzen. Die Dynamik der Destabilisierung der gesamten Ukraine wurde eindeutig durch die Geopolitik der USA und der EU hervorgerufen und angeheizt, die um jeden Preis verhindern wollten, dass die Ukraine sich der von Russland angebotenen eurasischen Entwicklungsperspektive anschließt. Die angebliche Hauptrolle oder sogenannte Invasion Russlands in der Ukraine wurde wiederholt sehr deutlich von der Beobachtermission der OSZE dementiert. Obama setzte noch eins drauf, nachdem er den ach so blühenden Erfolg der europäischen Wirtschaft gepriesen hatte und behauptete, die Sanktionen gegen Russland haben auf die russische Wirtschaft verheerende Auswirkungen gehabt und Russland ist jetzt völlig isoliert. Seit dem Treffen der BRICS-Nationen, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika vor etwa 6 Wochen, bei dem eine neue Weltordnung, eine neue Finanzarchitektur beschlossen wurde, auf der Basis der Zusammenarbeit souveräner Länder, haben sich sehr viele Länder dieser Allianz gegen das transatlantische Diktat von IWF, Weltbank, Wall Street und City of London angeschlossen. Wer sich isoliert, sind die Vasallen des alten imperialen Systems, also die von Obama geführten USA und das von der EU geführte Europa. Es gab jedoch eine einzig hieb- und stichfeste, wirklich überzeugende Tatsache, die aus Obamas Rede hervorging. Der US-Präsident leidet für alle Beobachter klar erkennbar unter einer psychotischen Realitätsverdrängung und sollte sein Amt schnellstens verlassen, bevor es zu spät ist. Dies erkennen immer mehr Kreise in amerikanischen Institutionen an und es wird sich bald zeigen, ob die Abgeordneten im US-Kongress diese Realität ins Auge fassen und das immer stärkende anwachsende Impeachment-Momentum beim kommenden Zusammentreffen des Kongresses Mitte September nutzen. Denn die Zeit drängt. Die NATO-Mitgliedstaaten führen im Verlauf diesen Monats eine Serie von Manövern in der Westukraine, im Schwarzen Meer und in Osteuropa durch. Und jede kleine Provokation oder Unfall könnte dramatische Folgen haben.
Wer sich hingegen in der Realität bewegt und konstruktiv handelt, sind gerade die Länder, die vom untergehenden imperialen System der Globalisierung zur Zielscheibe gemacht werden, weil sie genau das repräsentieren und gerade umsetzen, was das Empire am meisten fürchtet und bedroht. Die Kreativität des Menschen in Aktion. Die Menge und Intensität der bilateralen und multilateralen Handels- und Kooperationsabkommen in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Industrie, Landwirtschaft, Forschung und Bildung der BRICS-Länder lässt sich hier nicht in der gesamten beeindruckenden Fülle anführen. Täglich kommt mehr dazu, wie Sie auf der BÜSE-Webseite sehen können. China ist Vorreiter dieser faszinierenden internationalen Aufbauentwicklung. Helga Zeppler-Rusch, die Vorsitzende der BÜSO und Gründerin des Internationalen Schiller-Instituts, befindet sich gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr auf einer China-Reise. In ihrer Rede bei einer internationalen Konferenz im Nordwesten Chinas über die Seidenstraße an der Lanzhou-Universität, an der Experten aus 21 Ländern teilnahmen, erläuterte sie, warum die Seidenstraße im 21. Jahrhundert den Grundstein einer internationalen Friedensordnung darstellt. Und in einem kürzlichen Aufsatz fasste sie prägnant zusammen, welche immense strategische Bedeutung die BRICS-Allianz und ihre weltweiten Verbündeten hat und an welchen Scheideweg sich die Menschheit gerade befindet. In weniger als einem Jahr hat sich eine Allianz von Staaten entwickelt, die mit riesigen Schritten eine parallele Wirtschaftsordnung aufbaut, die in ausdrücklicher Ablehnung spekulativer Profitmaximierung ausschließlich dem Aufbau der Realwirtschaft gewidmet ist. Diese neue Staatengemeinschaft, der inzwischen mehr als die Hälfte der Menschheit angehört, stellt ein Machtzentrum dar, das auf Wirtschaftswachstum und vor allem auf Spitzentechnologie basiert. Ihm gehört die Zukunft, wie vor allem der Erfolg des chinesischen Mondprogramms zeigt, das auf der Idee basiert, große Mengen Helium-3 auf dem Mond für die künftige Kernfusionsökonomie auf der Erde abzubauen. Damit zeichnet sich eine wirtschaftliche und technologische Revolution ab, die die Energieflussdichte im Produktionsprozess auf der Erde ebenso wie beim Treibstoff für die Raumfahrt um Größenordnungen erhöhen und damit eine völlig neue Phase in der Evolution der Menschheit einleiten wird. Eine neue Strategie für die Menschheit bedeutet ab sofort die Fähigkeit, die menschliche Gattung als Einheit zu betrachten und die Einheit in dem Prozess der gegenseitigen Entwicklung zu sehen. Dabei gibt es im Sinne Friedrich Schillers überhaupt keinen Widerspruch zwischen der Unantastbarkeit der nationalen Souveränität, die von internationalem Völkerrecht und der UN-Charta garantiert ist, und der Vernunft des Weltbürgers, der das Interesse der Menschheit als Ganzer im Blick hat. Denn die Einheit liegt in der Höherentwicklung aller. Die Konkordanz des Makrokosmos erfordert, wie Nikolaus von Kues gesagt hat, die maximale Entwicklung aller Mikrokosmen zu ihrem gegenseitigen Vorteil. Dies bedeutet auch ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen den Staaten auf der Welt. Es bedeutet, dass alle potenziellen Bündnisse und Allianzen inklusiv sein müssen, dass es nicht Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen für einige Staaten geben kann, die andere ausschließen. Solange die Beförderung der gemeinsamen Entwicklung die Prämisse ist, muss trotzdem der Respekt für die Unterschiede des Niveaus der Entwicklung, der Geschichte, der Kultur und der sozialen Systeme und vor allem der nationalen Souveränität gelten. Das ist die kusanische Idee der Einheit in der Vielheit. Und sie muss inspiriert sein von einer zärtlichen Liebe zur Idee der Völkergemeinschaft, zur Idee der Menschheit als kreativer Gattung. Helfen Sie mit, dass sich der Widerstand in Deutschland, der sich durchaus in diversen Institutionen abzeichnet, Rückendeckung bzw. Volldampf von der Bevölkerung erhält. Wir müssen raus aus der NATO, raus aus der EU und uns der BRICS-Aufbaudynamik anschließen. Nur mit der Reorientierung, wie von Helga Zeppler-Rusch beschrieben, zusammen mit anderen europäischen souveränen Nationen kann Deutschland wieder zu dem Land der Dichter, Denker, Erfinder und Visionäre werden. Dazu braucht es aber auch jetzt Visionäre, die handeln. Werden Sie also Mitglied und unterstützen Sie diese Mobilisierung.